Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon All-Star Rumble, neuer Part. Und wir sind im Halbfinale des, glaube DMDs oder so, jedenfalls des Digitationsturniers und wir treffen im Halbfinale auf Gartumon, einer meiner liebsten Charaktere in Digimon. Vor allen Dingen die Mega-Digitation sieht ziemlich nice aus. Hey Agumon, ich hätte mir denken können, dass du es bis hierher schaffst. Hey Gartumon, ich hätte nicht erwartet, dass du an diesem Fest teilnimmst. Das soll wohl ein Witz sein. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das Turnier nur ein Fest ist, das Spaß machen soll, oder? Wie ist das nicht? Nun, was du nicht weißt, mach dich nicht heiß. Lass uns kämpfen, Agumon. Okay, lass uns kämpfen. Flaggenkampf. Okay. Wieder geht es hier um Punkte, oder was? Ah. Oh, nein, das ist die Flagge. Und Gartumon hat die Flagge. Alter, okay. Das scheint ziemlich interessanter zu... Und ich treffe ihn. Treffe ihn nicht. Okay, jetzt aber. Komm, gib mir die Flagge. Und ich denke mal, jetzt muss ich ausweichen. Oh, sie kann Laser. Genau. Jetzt. Wow. Au! Jawohl, jetzt kann ich sie richtig schön beschlagen. Genau, und jetzt nochmal schön Damage machen. Genau, schön. Attacke, Attacke. Und Gartumon down. Und wir haben jetzt richtig schon viele Punkte. Und machen hier auch noch Damage. Und nochmal 700 Damage. Nochmal 900 Damage. Geil. Wow. Okay, da kommen auch Pfeile anscheinend. Das finde ich natürlich jetzt nicht so cool. Aua. Gartumon, böse Gartumon. Du kriegst die Fahne nicht. Ein ziemlich cooles Spiel. Aber es sieht für mich zurzeit eigentlich ziemlich gut aus, wenn Gartumon mich jetzt nicht gekillt hätte. Beziehungsweise mir. Ja, jetzt tötet sie mich, ja. Jetzt wird sie sich eventuell zu Angewohnmon digitieren. Denke ich mal. Ja, genau das dachte ich mir. Da sieht sie auch ziemlich sexy aus, muss man sagen. Wargreymon! Und. Ja, dann. Nein! Wie bescheuert bin ich denn? Gib mir die Flagge wieder. Nein. Böse Gartumon. Du kriegst die Fahne nicht. Ich habe jetzt einen guten Vorsprung. Muss man dazu sagen. Oh, das Mist hat mich echt gut getroffen. Nein, verpiss dich. Geh weg. Nein, jetzt wird sie mich treffen, oder? Nein, doch nicht. Boah, jetzt hat sie mich auch wohl wieder. Aber trotzdem führe ich noch. Das Wort ist bei noch. Nein. Ja, Wargreymon. Schön zu Wargreymon digitiert und nochmal richtig schön Schaden verteilt. Und richtig viel Damage. Und jetzt ist es sogar noch fast tot. Und nochmal kleine Flamme. Nein, oh, jetzt bin ich tot. Das hat mir natürlich ein bisschen weniger in die Karten gespielt. Nein, jetzt hat sie sich zu Angewohnmon digitiert. Und macht mich natürlich jetzt ein bisschen killt. Aber ich sag mal so, ich habe einen guten Vorsprung. Was? Jetzt kannst du auch noch ihren Pfeil abschießen. Und hat geschielt. Sie hat geschielt. Angewohnmon ist zwar ziemlich nice und sieht auch ziemlich sexy aus, aber da hat sie ziemlich gefailt. Aber ich habe gewonnen mit 38.000 zu 19.000. Am Ende klar und deutlich. Das war deutlich mein Spiel, muss man sagen. Auch wenn es von den Kills ja unentschieden stand. Es ging hier um Flankenkampf und nicht um besiege den Gegner am meisten. Und das habe ich doch deutlich dominieren können. Und ich habe Gartumon als spielbaren Charakter, da freue ich mich. Du hast gewonnen, Agumon. Na dann, ab ins Finale mit dir. Danke, Gartumon. Ich verspreche dir, ich gewinne dieses Turnier, okay? Du wirst der Auserwählte der digitalen Welt sein, Agumon. Okay. Wir sind eventuell der Auserwählte? Okay.
Was für ein Auserwählter, what the heck? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit jedem Charakter, die Story durchspielen müsste. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und wir gehen jetzt ins Finale, Leute! Wie gesagt, in jedem Part scheinen wir, also am Anfang des Parts scheinen wir immer ein Finale, also sozusagen Boss zu haben. Und das scheint hier das sechste Kapitel abgeschlossen. Wunderbar. Hier ist der Strand. Das Turnier. Zu Ende. Vor allem zwei Teilnehmer sind noch übrig. Wer holt sich den Sieg? Es beginnt die letzte Runde. Kampf der um die Meisterschaft. Ich bin mal gespannt, wer im Finale auf uns wartet. Also es gibt, also ich weiß nicht, es gibt noch Drulmon? Genau, Gilmon gibt es ja auch noch. Dann hier Belzemon oder wie der heißt. Wie seine Form hier ist. Oh, sechs Stück davon. Von den Viechern. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Aber die haben wir natürlich schnell gekillt. Jetzt kriegen wir da so ein Schwungbrett. Ja. Mich stört, wie gesagt, noch ein bisschen in dem Spiel, dass man ja nicht wirklich... wie soll ich denn das sagen? Also, das, mir fehlt ein bisschen das, dieses versteckte Geheimnis. Also, dass man nicht wirklich Geheimnisse in dem Spiel hat. Oh Gott. Ja, genau. Los, Clan! Drei Stück! Seems legit! Ihr habt sie doch nicht alle! Drei Stück? Alter! Den haben wir im dritten Part getroffen. Jetzt trifft ihr hier dreimal, ey. Habt ihr sie noch alle? Jetzt, komm. Jetzt will ich die aber mal töten. Jawoll, richtig schön. Und Gerd killt und weiter geht's. Schade, ich hätte eventuell jetzt meine Planetenkraft einsetzen können. Das habe ich aber leider vermasselt. Aber okay, weiter geht's. Ah, das ist nur ein kleiner Mini-Teleporter. Ich denke mal, es werden noch weitere Gegner. Bitte nicht drei von... Was ist das? Solange nicht drei von den Knochengegnern kommen. Das ist Ebemon. Es ist ein Digimon auf dem Mega-Level. Genau wie Beutemon. Es greift aus der Entfernung an. Mit seinen Waffen. Bleib also nicht stehen. Nein, ich will die Kiste. Oh Mann, ich hasse es, dass manchmal der Charakter echt zu blöd ist, zu treffen. Genau, genau. Macht hier den Fehler und kommt runter. Du auch noch? Genau, perfekt. Jetzt kann ich da nämlich hoch. Und es ist zu dumm. Beziehungsweise schlau. Und ich kann mich da runterstellen, oder was? LOL, es ist dumm, es ist dumm. Es kann nämlich nur aus der Entfernung angreifen. Aua, jetzt hat es mich hier runtergekickt. Beziehungsweise da. Jawohl, down. Okay, das war ein bisschen leichter, aber hat mir Schaden gemacht. Unendlich viel. Ich sehe schon wieder, dass ich sterbe, ne? Oh, bitte lass da Fleisch drin sein. Das fehlt mir in dem Spiel, dass man sich heilen kann öfters mal. Lol, ich kann hier in diesen Muschel reinmachen. Ich krieg schon wieder einen Bits. Okay. Oh, Gabumon steht im Finale. Okay. Okay, damit hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt auf Gabumon im Finale treffe. Aber okay. Und lol, den können wir sogar noch in diesem Part schaffen. Okay. Schnell speichern und let's go zu Gabumon. Echt? Gabumon ist mein Finalgegner? Agumon! Du hast es bis ins Finale geschafft? Gabumon, ich wusste, dass du es bis hierher schaffen würdest. Ich bin heute anders als sonst, Agumon. Hier werde ich jetzt gewinnen. Ich habe noch ein Wörtchen mitzureden, aber du könntest recht haben. Ich weiß nicht mal, warum mich das Turnier überhaupt so interessiert hat. Ich habe spüre es jetzt. Ich glaube, ich muss hier gewinnen. Selbst wenn du mein Freund bist, Gabumon, muss ich gegen dich antreten und ich werde nicht verlieren. Kämpfen. Agumon gegen Gabumon. Okay, was ein geiles finales Battle. Oh, und ich habe ein bisschen wenig Schaden, ne? Das ist natürlich böse, dass ich den Schaden aus den anderen Kämpfen gerade mitnehmen musste. Da hat natürlich Gabumon einen klaren Vorteil gegen mich.
Ah, jetzt hat er natürlich eine gute Kombo drin. Oh Mann, diese Asi. Oh, komm, ich brauche ein bisschen Fleisch, Alter. Ah, okay, das ist aber auch nicht schlecht. Nein, er trifft mich halt. Boah, was für ein Arsch. Ja, komm, das ist doch übelst Betrug, wenn er da absolut im Vorteil ist. Oh, ich hasse es, wenn ich da komisch blinke. Oh, ja, komm, Alter, ist klar. Cheat halten weiter, du Assi. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Das ist der letzte Rotz und der gewinnt auch noch seine Karte. Alter, ich kann mich nicht bewegen, Leute. Jetzt mal. Ich kann mich doch da nicht verteidigen. Oh, hör auf zu blinken, Gabumon. Oh ja, jetzt ist er natürlich schneller als ich. Natürlich, natürlich. Und er macht mich noch mehr tot. Ich kann einfach nicht aufstehen. Das ist doch scheiße. Jawohl. Aber was war das denn für eine Heilung? Komm. Danke. Hör auf zu blinken, Mann. Jetzt habe ich auch noch nicht getroffen. Ja, aber jetzt. Down. Steht jetzt? Er führt immer noch. Oh, er führt immer noch. Das ist klar und deutlich. Jawohl, und nochmal 900 Charge, sorry. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, schön Damage gemacht. Jetzt steht's wieder unentschieden. Boah, der Kampf ist trotzdem auch noch spannend. Jawohl, schön in meine Attacke reingerammt. Und jetzt down. Perfekt. Trotzdem, der Kampf bleibt weiterhin spannend, Leute. Nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, komm, komm. Lauf, Angumon. Und Wind Attack! Jawohl, jetzt können wir ihn wieder richtig schön Damage machen und gleichzeitig auf Distanz halten. Das ist eigentlich meine Lieblingsattacke hier. Muss man echt dazu sagen. Bam! Komm, steh auf. Sei ein Mann! Oder sei ein Digimon. Komm. Komm her. Nein, jetzt geht er wieder weg. Und ich hol mir das lieber. Bevor ich weiter gegen ihn antrete. Ah, scheiße. Ich hätte meinen Planetenkraft einsetzen können. Oh, komm. Jetzt muss ich wieder flüchten. Mama, nee, das ist schneller als ich. Leck mich. Er ist wieder drin im Kampf und er geht. Nein, jetzt kann er noch die metallische Wolfskralle einsetzen. Na toll. Ja, jetzt bin ich tot. Aber jetzt zieht er daneben. Jetzt zieht er daneben. Komm. Komm. Triff. Er trifft nicht. Warum macht er denn nichts? Komm, Attacke. Jawohl, down. Boah. Wie lange braucht diese scheiß Blitzattacke? Bis er mal trifft. So was Hohles. Für 3 Jahre gebraucht. Ah, egal. Wurscht. Sieg ist Sieg. Oh, leck mich am Arsch. Oh. Ey, da hatte ich aber echt viel Glück, dass seine metallische Wolfskralle nicht getroffen hat. Ja, ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft, Agumon. Und mich besiegt. Okay. Glückwunsch, Agumon. Du bist jetzt der Held der digitalen Welt. Held der digitalen Welt? Was bedeutet das? Ich habe es geheim gehalten, aber jetzt kann ich es dir sagen, das Turnier hatte einen verborgenen Zweck. Einen verborgenen Zweck? Es gibt eine Reihe legendärer Digimon, die unglaubliche Kräfte verfügen, um Ordnung in der digitalen Welt zu schützen. Und im nächsten Part werden wir weiter darüber erzählen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.